Da sitzt er, am Fuße der Burg Laneck. Die Skulptur vom Bareschesser am Lahnufer wurde übrigens 1992 von der EVM gestiftet. Seit 20 Jahren genau spazieren die Lahnsteiner dran vorbei. Wir wollten wissen, was Sie wissen über den Bareschesser. Die Niederlahnsteine werden als die Bare bezeichnet und die Oberlahnsteine als die Heinse. Und diese Figur, ja, symbolisiert halt diesen, wie soll man sagen, Niederlahnsteiner. Und der Name kommt scheinbar daher, dass irgendwie früher mit so einem Gerät, die Gülle oder was ausgetragen wurde. Ich weiß nur von dem Erzählen, dass früher die Leute keine Toilette hatten, nur Blumsklo, und dann haben die da in so eine Bare rein gemacht und dann wurde das weggetragen auf die Felder und wurde da entleert. Das ist so ein Kästchen, wo die da reingemacht haben. Aha. Was für einen Nutzen hatte das? Sauberkeit, denke ich mal. Das war damals, eine kleine Revolution. Und zwar, der Bareschisser besiedelt, sagt der Name, der hat eine Bare. Sonst ganz früh im Mittelalter haben die Leute ihr Geschäft irgendwo in die Hecke gemacht, in die Büsche. Und diese Bare ist geschaffen worden für die Stadttoilette. Und das war damals einmalig, dass die Leute dann ihr Geschäft entsorgt haben. Haben erst in diese Bare gemacht und dann entsorgt. Da war schon viel Information dabei. Wir haben es nachgeschaut, woher der Begriff Bareschesser wirklich kommt. Tatsächlich benutzten die Bewohner des rechten Lahnufers schon im Mittelalter die sogenannte Bare als Toilette und verzichteten auf Sickergruben. So schonten sie das Grundwasser, denn frisches Quellwasser war nicht vorhanden. Und so blieb das Brunnenwasser sauber. So leisteten die Bareschesser bereits im Mittelalter aktiven Umweltschutz. Unbewiesen ist allerdings, dass die Skulptur absichtlich so aufgestellt worden ist, mit dem entblößten Hinterteil in Richtung Oberlahnstein, um so die Verachtung auszudrücken. Und natürlich muss heute niemand mehr auf die Bahre, um sein Geschäft zu verrichten. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis ist eine Reihe der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.